für wen Ponyreiten und Schiffschaukeln nicht mehr ganz so cool ist, für den ist bestimmt die kleinste Achterbahn auf der Wiesn genau das Richtige, die Piraten. Willi, du hast da so eine schöne Achterbahn hinter dir stehen. Fahren da eigentlich auch Erwachsene Leute mit? Selbstverständlich, das ist eine Witz an der Sache. Erwachsene mit seinem Kind, sensationell. Also darf ein Kinder ab einem bestimmten Alter erst mitfahren oder immer nur in Begleitung von den Erwachsenen? Oder wie ist das bei dir? Ich erkläre das mal ganz kurz. Kinder ab 4 Jahren mit Begleitung und ab 8 Jahren dürfen sie alleine fahren. Muss man da echt ein Pirat sein in der Pirateninsel? Selbstverständlich, und was für einer? Dann sage ich Ahoi und steige jetzt gleich mal ein, oder? Na los, jetzt gehen wir Gas, oder? Ahoi, auf geht's! Ja, Freibeuter, auf geht's! Sei stets auf der Hand! Also, du hast dann Wartungsstraße überall? Na logisch, ja. Die hast du aber nicht du aufgemalt, oder? Aussucht habe ich. Ich hätte die Wahl gehabt zwischen einem Design von einem Urlaubern oder so einem Dschungeldrehen oder irgendwas. Und dann haben wir gedacht, nein, wir machen eine Achterbahn im Piratenstyle. Weil da ist es so, dass dann auch einmal Kinder mit 10, 12, 13, 14 Jahren waren und finden es dann nicht ganz so kindisch. Yes, das heißt Maria. Yes. Das war jetzt der Liebste. Ja. Sensationell, sogar mit einem Brunner Fuß kann man bei uns fahren. Das ist nicht toll. Und dafür gibt es natürlich unseren Wiesnaufkleber, ist ja ganz klar. Logisch, oder?